Schau mal, ich habe mich auf die Suche gemacht gehabt und sie war, war erfolgreich. Es ist das zweite Mal, dass ich da jetzt herkomme. Erstens, grüß euch. Ah, machen wir es gescheit, grüß euch. Ich möchte euch die ersten Boten vom Blutweiderich zeigen, weil Blutweiderich sieht man dann doch häufig und es geht los. Interessant ist auch, dass man jung kennt, weil besonders wenn er so jung ist wie da jetzt oder da, ja, ist er mit Putz und Stängel, also mit Blatt und Stängel, gut essbar. Wenn man dann schon ein bisschen höher wird, kann man die Stängel und auch die Blätter, also die Blätter so und so verwenden, aber die Stängel, wenn sie ein bisschen älter werden, schauen wir sich das an. Wir haben halt meinen Schatten wahrscheinlich ein paar Mal im Bild, aber wie macht man das? Ist besser, oder? Ja. Die Stängel, der Bezug sozusagen wird, wenn er älter wird, schnell einmal fasrig, kann man aber dann abziehen und man kann das Ganze aus knackiges Pfannengemüse zum Beispiel machen. Ich bin ja der Rohmensch, also eine im Mund und weg damit oder in den Smoothie. Aber schaut mal, wenn ihr das mal von oben gesehen habt, wenn man von oben drauf schaut, es schaut quirlig aus. Seht ihr das? Und es schaut so aus, wie wenn 1, 2, 3 sich immer gegenüberstanden. Das tanzt teilweise, auch besonders wenn es nur so gedrängt wächst. Wenn das Ganze dann noch groß wird und das kann 1,5 Meter groß werden, schaut mal, da sieht man das schön. Seht ihr das? 1, 2, 3. Also 3 so quer und gegenüber. Da sieht man, dass es wieder nur scheinbar gegenüber ist. Also schaut auch aus, wie wenn es 3 waren, aber das eine sitzt weiter oben. Und wenn sich das Ganze streckt, wird es oben eher schon wechselständig, wie quirlig gegenständig. Macht aber nichts. Ich bin jetzt so frei, weil da eh genug davon wächst, ich nehme da noch eins mit. Weil, ich möchte euch da noch schnell sagen, war jetzt nicht tragisch, aber was da nebenbei wächst, jetzt haben wir wieder meinen Schatten, Christ, habe ich euch ja schon, ich schätze, dass das zottige Weidenröschen ist, auf jeden Fall Weidenröschen. Und also eine Verwechslung war jetzt nicht tragisch, weil essen kann man alles miteinander gleich gut. Das Weidenröschen schmeckt, finde ich, ein bisschen stumpfer. Aber ein guter Unterschied ist, schaut mal, der Stängel vom Blutweiderich ist kantig, vierkantig bis mehrkantig. Ich hoffe, man sieht das. Und man spürt es auch. Also wenn es das wudelt, dann spürt es das. Und vom, Entschuldigung, runtergefallen, blauen Wegbeisten. Ja. Vom Weidenröschen, der ist komplett rund. Aber wie gesagt, ich meine, da sind jetzt ein Haufen Pollen drauf, aber kann man einfach beides essen. Also, ich freue mich, weil ich habe jetzt echt schon danach gesucht. Die ersten Boten vom gewöhnlichen Blutweiderich, ja, wird groß und hat eine ganz beachtliche, walzige, große Blüte. Zeige ich euch, wenn es soweit ist. Ah ja, und Mahlzeit.